Servus und herzlich willkommen zu einem erneuten Stadionvlog hier auf meinem Kanal. Oder guten Morgen erstmal gesagt. Es ist 10 Uhr gerade. Ich mache mich gleich auf den Weg nach Lautern, denn wie ihr im Titel schon bemerkt habt, Kaiserslautern gegen Braunschweig. Heute, zweite Bundesliga, letzter Spieltag. Beide können nicht mehr absteigen. Das haben sie ja im, glaube ich, letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag. Nee, glaube ich, letzten Spieltag haben sie das geregelt, dass sie nicht mehr absteigen müssen. Glückwunsch an beide Stellen auf jeden Fall, dass ihr nicht absteigen müsst. Ich gönne es Lautern von ganzem Herzen. Für den Vlog wäre es natürlich besser, wenn Lautern heute erst den Abstieg vermieden hätte. Aber gut, sei denen gegönnt. Ich freue mich auf jeden Fall für Lautern. Ich freue mich auch der nächsten Saison in Lautern dabei zu sein. Und mache mich jetzt fertig und dann gehen wir langsam Richtung Kaiserslautern. Let's go. Übrigens haben wir auch ein neues Mitglied in der Family bekommen. Hier ist Gary. Gary heißt der Kleine. Ist 2 Monate alt. Let's go. Den kennt ihr ja schon, Mauzi. So, wir sind im Auto. Hey BMW, navigiere mich ins Fritz-Walter-Stadion nach Kaiserslautern. Und die Route wird berechnet. Und wir sind in 1,5 Stunden in Lautern. Stadion, Let's go. Wir müssen davor tanken, denn Sprit sieht ganz schlecht aus. So, wir sind im Fritz-Walter-Stadion angekommen. Wir gehen jetzt rein ins Stadion. Let's go. So, und das ist unsere Sicht heute. Ich finde, wir sind relativ nah am Rasen. Es sieht sehr gut aus, bis auf negative Punkte sehen die Braunschweiger. Das ist sehr, sehr schade. Ansonsten haben wir gute Sicht auf die Kurve und aufs Spielfeld, auf ein gutes Spiel. Und da sind die Braunschweiger, das müssen wir auch noch mal kurz gesehen haben. So, bevor es jetzt zu laut wird, meine Prediction zum Spiel. Ich sage, Lautern gewinnt das Ganze daheim mit 2:1. Ich bin gespannt drauf. Es geht ja leider um nichts mehr. Aber es ist Funkel, sein letztes Spiel, auch als Trainer von Kaiserslautern. Ich denke, da wird es heute auch noch mal eine Verabschiedung geben. So, jetzt sind auch die Torhüter von Braunschweig raus und vom 1. FC Kaiserslautern. Jetzt sind die Lautern vom Spiel aufs Feld gekommen und man hört auch schon die erste Stimmung aus der Kurve. Ich denke, für beide Fans ist es heute ein entspanntes Spiel. Weil beide sind vom Abstieg gesichert. Die haben ja beide die ganze Saison um den Abstieg gespielt. Und auf eine Art Drama pur. Und am Ende haben sie es jetzt doch geschafft, beide nicht abzusteigen. Und ist auch gut so. Ich freue mich über Lautern, dass sie nicht abgestiegen sind. Und da kommen jetzt auch die Braunschweiger rein. Erste gute Chance für Braunschweig. Da
glaube, in der Abwehr gerade ein bisschen gepennt. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt gibt es eine richtig gute Freistellung für den FCK. Ersten Halbzeit ist. In den ersten 10 Minuten fand ich Braunschweig deutlich besser, dann ist das Spiel so ein bisschen abgeflacht. Und dann am Ende finde ich es mittlerweile laut und deutlich besser. Die Führung geht verdient. Fantechnisch, ich höre von den Braunschweigern sehr wenig. Die Lautener machen echt eine sehr, sehr gute Stimmung. Auf eine gute zweite Halbzeit. Freue mich drauf. Ich hoffe, dass wir ein paar Tore mehr sehen werden. Und dann ist ja die Verabschiedung von Friedhelm Funke, gehe ich stark davon aus. Die schauen wir uns natürlich dann auch noch an. So, zweite Halbzeit angefangen. Let's go. Das letzte Banner, danke für deinen Einsatz.
hat hier Platz rot bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich gehe mal von der Tätigkeit aus. I don't. Ja, und dann habt ihr eine Rudelbildung gerade eben gesehen und die gelbe Karte für Ritter war sie, glaube ich. Zweite Halbzeit und eigentlich ganz schön Fahrt auf. Zwei Tore, rote Karte. Wir sind in der 55. glaube ich, Spielminute. Wahnsinn. Deutscher Pokalsieger. Also stellt euch vor, die gewinnen das Ding. Das sind Pokalsieger. Und tun die Leverkusener Serie. Oh mein Gott, stellt euch das mal vor, als Zweitligist. Anscheinend soll es auch die rote Karte jemand wegen Ellenbogenschlag. Das habe ich gerade nachgelesen, soll anscheinend passiert sein. Ich habe es nicht gesehen. Wenn es so passiert, ist es eine klare Tätigkeit und eine rote Karte. Noch mal richtig, glaube ich. Alter. 5:0. Wahnsinn. Braunschweig hat gerade ein Tor gemacht. Das wird überprüft. Schiri meint, es ist abseits, aber es wird nochmal überprüft. Schauen wir mal. Thank you.
So, das war der letzte Saisonvlog dieses Jahr für mich. War am Ende nochmal ein geisteskrankes Spiel. Auf jeden Fall Lautern holt nochmal Big Points. Ich glaube, ich bin sogar jetzt auf Platz 12 oder Platz 13. Muss ich dann gleich mal schauen. Und an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wir sehen uns nächste Saison wieder. Haut rein. Ciao, ciao.